Kunstausgabe. Die befasst sich fast 60 Minuten lang mit dem Thema Kunst. Und wir bleiben einfach dabei und gehen in den Süden von Rheinland-Pfalz, um genau zu sein, nach Landau. Sinn, sinnlich. Unter diesem Motto stehen diese Werke in der Galerie im Landauer Nordring. Die Idee, drei Künstler aus den Bereichen klassischer und inszenierter Fotografie sowie Malerei stellen sich demselben Thema mit den Mitteln von heute. Alltägliche Situationen, zeitlose Schönheiten, aber auch nackte Tatsachen sind zu begutachten. Die dafür verantwortlichen Künstler sind die Landauerin Sabine Christmann-Groß, der in Wien geborene Florian Zech und Rainer Margold. Er steht mit seinen Werken für die klassische Verehrung der Weiblichkeit, dargestellt in enthemmten Akten, auf die Leinwand gebracht, in opulenten Farben. Ein Rausch der Sinne. Bis Mittwoch, den 27. Februar, ist die Ausstellung geöffnet. Und Rainer Margold haben wir eben im Beitrag schon kurz gesehen. Ebenfalls dabei Alexandra Margold. Grüß Sie herzlich. Hallo. Sie sind die Inhaberin der Galeria Margold, so heißt sie dort, in Landau. Beginnen wir vielleicht mal, wie das Ganze begonnen hat, Herr Margold. Es heißt da drin, drei Künstler haben sich einem Thema gewidmet. Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie alte Werke ausgewählt? Wir haben uns über Facebook kennengelernt, vor einem halben Jahr, und haben die gleiche Wellenlänge gespürt und dann uns das Thema gestellt, Sinn, Punkt, 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 die drei Punkte sind wichtig, nämlich das ist das Leben dazwischen, Sinnlichkeit, beziehungsweise sinnlich. Und jeder von seiner Atmosphäre ist auf das Thema eingegangen und dann haben wir gesagt, wir machen eine Ausstellung zusammen. War das schwierig, sich so zu nähern? Unglaublich leicht. Wir hätten es nie gedacht. Es hat sich einfach uns aufgezwungen. War fast wie fremdbestimmt. Frau Margold, jetzt ist das eine Premiere, könnte man sagen. Bisher ist es immer so, dass Bilder Ihres Mannes in Landau zuerst gezeigt werden, dann in die ganze Welt gehen. Diesmal ein bisschen anders. Diesmal ganz anders, macht es aber auch interessant. Weil wenn Sie einen Stuhl beschreiben müssen, dann beschreiben Sie ihn. Wenn ein anderer Stuhl daneben steht, plötzlich fallen Ihnen viel mehr Eigenarten des ersten Stuhles auf. Und insofern bereichert das Ganze die Ausstellung und macht es für jeden interessant. Verstehe ich Sie richtig? Das heißt, Sie sagen eigentlich, dass die einzelnen Werke, die Bilder, die Malereien, die Fotografien, die wir gesehen haben, dass es voneinander lebt? Also, dass ich, wenn ich das eine Bild zum Beispiel Ihres Mannes gesehen habe und sehe da näher eine Fotografie, die nackten Tatsachen, wie es eben im Beitrag hieß, dass es sich dann anders erklärt? Ja. Weil Rainer Margold ist ein expressionistischer Maler, also er malt nicht wie eine Fotografie. Dann könnte man ja gleich fotografieren, sondern er malt die Seele oder was dahinter ist. Und das fällt dann dem Besucher doch extrem auf. Spiegelt es auf beide Werke zurück, Herr Margold, wenn Sie als Expressionist, wir haben einige Ihrer Werke gesehen, schauen uns gleich noch ein paar an, die man in der Ausstellung auch sehen kann, färbt es auch auf die anderen Bilder zurück? Werden die plötzlich nur in diesem Kontext so wahrgenommen? Ja, es wird zum Beispiel deutlich bei Florian Zech, mit welcher Akribie und Feinfühligkeit er in seine Werke reingeht, wie viel Zeit er investiert hat dafür. Es wird deutlich die Persönlichkeit von Sabine Christmann-Groß, wie ausdrucksstark sie ist und eigentlich, sie lebt ja sehr zurückgezogen, wie viel Druck da unter dem Dampfkochtopf noch ist. Jetzt kann man viel über Bilder reden. Heute das Thema auch unserer Sendung. Wir schauen uns einfach noch mal ein paar an, die Sie uns mitgebracht haben und versuchen ein bisschen besser das nachzuvollziehen. Hier sehen wir ein solches Beispiel. Was, von wem ist das Bild? Ich glaube von Ihnen. Was zeigt es uns, Herr Margold? Ich male viele Porträts, auch prominenter Persönlichkeiten, die meistens aber nicht genannt werden wollen. Und so ist es auch in diesem Falle. Es zeigt etwa 20% die fotografische Realität und 80% den Menschen, der dahinter ist, die Aura. Und dieser Ausdruck, das Expressive, wirkt sich auf den Betrachter kolossal aus. Das heißt, das Bild führt einen Dialog. Und je nachdem, in welcher persönlichen Befindlichkeit Sie sind, jeden Tag ein anderes Gespräch. Gerade dieses Bild, es macht sich stark, es beeinflusst Ihr Leben. Ein anderes Bild, auch schon angeklungen im Beitrag, Sie zeigen die Weiblichkeit. Das ist ein Beispiel davon. Ja, das waren zwei junge Frauen, die ich gebeten hatte, mal zusammenzukommen. Und ich habe sie zusammen gemalt.
Seitdem sind es die besten Freundinnen. Ja, so viel Spaß hat es ihnen gemacht. Ihre beste Freundin oder Nein, untereinander? Die beiden untereinander. Und es gibt so viel Stimmung wieder und beeinflusst einem so sehr unterschwellig. Es schenkt einem Lebensfreude, dass es mich selbst immer wieder von Neuem fasziniert. Eine Frage wollte ich immer schon mal stellen, Frau Margold. Ich mache es jetzt. Jetzt sind Sie miteinander verheiratet, sind die Ehefrau. Werden Sie ab und zu eifersüchtig, wenn Ihr Mann solche Bilder malt oder auch solche Modelle wie die beiden hat? Darf man das fragen? Ich frage es mal. Das werde ich immer wieder gefragt. Aber fragen Sie auch einen Arzt, ob seine Frau eifersüchtig wird. Und er darf sie sogar berühren. Mein Mann berührt sie nur mit den Augen. Aber das macht vielleicht auch für die einzelnen Frauen dieses besondere Prickeln aus. Er darf mich sehen, darf mich aber nicht berühren. Wobei der Arzt, sagt man, immer neutral affektiv ist. Er darf sich gar nicht großartig darauf einlassen, auf sein Gegenüber. Bei Ihnen ist es sogar Pflicht, Herr Margold, sich darauf einzulassen. Der Arzt nähert sich vielleicht körperlich, aber nicht emotional. Sie müssen sich sogar emotional nähern. Ja, um meine Bilder in dieser Ausdrucksstärke malen zu können, muss ich alle 5 Sinne aktivieren. Ich muss jemand riechen, ich muss jemand schmecken, ich muss jemand berühren. Ich will hören, wie er lacht, ich will hören, wie er spricht, ich will sehen, wie er agiert und versuche dann, diese ganze Aura in das Bild mit reinzunehmen. Das heißt, Sie müssen sich beeindrucken lassen, Sie müssen sich auch erreichen lassen. Ja, ja. Das ist ja die Expression, die ich male. Jetzt haben wir eben gesagt, es ist auch diesmal wieder ein Stück weit ein Experiment. Die gesamte Ausstellung, Herr Margold, geht, glaube ich, jetzt weiter. Sie ist noch ein paar Tage zu sehen, 5 Tage bis zum 27. Und dann geht sie auf Reisen. Ja, also meine Bilder, die gehen direkt nach New York. Und für den Herbst ist eine größere Ausstellung in Wien geplant, mit allen dreien wieder zusammen. Das heißt, die gleiche Ausstellung in Wien dann in dieser Konstellation, wie man sie noch in Landau sehen kann. Frau Margold, wann kann man Sie besuchen in Landau? Wann haben Sie Öffnungszeiten? Wir haben von Mittwoch bis Freitag geöffnet, von 15 bis 18 Uhr. Und letztendlich nochmal am Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Und der Eintritt ist kostenlos, man kann einfach schauen. Eintritt ist kostenlos, ja, ich freue mich, wenn Sie kommen und... Ja, bekommen auch eine Tasse Kaffee. Also ein ganz familiärer. Also, und jederzeit private Termin vereinbaren. Genau, kann man vereinbaren. Also vielen Dank, Alexandra und Rainer Margold, dass Sie da waren. Also nicht nur ein Grund nach Landau zu fahren, aber ein sehr, sehr guter. Danke, dass Sie